So, einsatztechnisch war es das aber auch erstmal wieder. Für die Runde. Eldar Pirates are attacking Imperial Transporters across several important trade routes in the sector. The attacks are not typical of such alien raiders. From the style and frequency of the raids, we believe that the pirates are Eldar Corsairs. Admiral Spire, I want you to take your fleet and deal with the foul Xenos. We must secure our supply lines from Eldar harassment, or our ships elsewhere in the sector will suffer. I understand the importance of this mission, Lord Admiral. I will do my best to keep those arrogant aliens in check. The Imperial Navy will not tolerate alien interference in our affairs. Korrekt. Endlich zeigen sich die Elder und schlagen gegen die Welten des Imperiums los. Sie werden kämpfen, um ihnen Planeten abzunehmen. Beachten Sie, dass jedes System unter Fremdherrschaft ihnen je nach Systemtyp Abzüge bringen und den Feind noch aggressiver macht. So, bei den Elder besteht eine moderate Chance, dass sie in jeder Runde ein System angreifen. Jaja. Die Chance vergrößert sich, umso mehr Planeten ich verliere. Bei Meuchelmordmissionen befindet sich ein wichtiger Offizier an Bord eines Admiralsschiffs. Nun, wo er verwundbar ist, dürfte der ideale Moment sein, um ihn auszuschalten. Tja, es werden immer mehr Missionen. Und man merkt so ein bisschen schon den Druck auf den Sektor. Gegen Windräder kämpfen. Was will ich haben? Ich könnte sogar dasselbe nochmal einbauen, also noch mehr Schilde haben als bis jetzt. So, du kannst selbst Befehle noch geben, wenn deine Brücke zerstört ist. Die Dauntless. Gnaden, Gnaden. Das kommt wahrscheinlich später auch noch. Ich mag Crit. So, du kriegst die Blitzfähigkeit. Ab rein da. Deploy your fleet against the Eldar Corsairs who are harrying our supply lines across the Gothic sector. I want you to destroy every Eldar ship in the sector. Caution, Admiral Spire. Eldar vessels are swift and agile. You may find yourself outmaneuvered if you are not careful. Ja, und die Elder-Flotten sind dazu auch noch, wie heißt es, kriegen Schilde aufgeladen, wenn sie sich bewegen. Das habe ich nämlich schon im Multiplayer gesehen. The Eldar are an ancient and arrogant alien race. Their ships appear fragile, but are highly maneuverable and equipped with powerful, sophisticated weaponry. Their vessels are protected by holofields that distort our augur readings, making them very difficult to hit. In addition, the Eldar Corsairs have captains and crews who are quite skilled at void combat. Eldar Corsairs prefer hit and run attacks. To counter this, use strength in numbers and compact defense. The Inquisitor suspects that the Corsairs are connected to an Eldar craft world lurking within the Graildark Nebula. Once you engage the Eldar, report any information you can gather on the craft world and the Corsairs. Juhu. Aber wisst ihr, was das Beste ist? Die Flottenpunkte sind höher.
habe, kämpfe ich mal lieber mit vier Linienschiffe, beziehungsweise mit vielen leichten, mit vier leichten Kreuzern, anstatt mit einem großen. Dann haben wir kein Escortschiff, das ist aber egal, Escortschiffe sind eh nur Abfall. Admiral, our Augur arrays have detected the Eldar Corsair fleet. We need to be cautious, Admiral. The solar sails on their ships enable tremendous speeds. In addition, they are highly maneuverable. It is foul, Xenos Tech. Indeed, Tech Priest. From my past experiences fighting the Eldars, I have noticed that they tend to mass all their weaponry on their ship's prows. The order of the day is to focus our fire on the enemy flagship. Let us teach this Xenos leader a lethal lesson. Ja, ich hoffe das Beste. Enemy ship sighted. Changing. Spire, I presume. At last, we meet the newly promoted Monkey Admiral, who has been fighting the arch enemy in the Purgatory system. It is a pleasure to meet you in person. Fool. You have been sentenced to death for breaching Imperial frontiers and raiding Imperial convoys in the Gothic sector. Your dissidence ends here. We shall see, Monkey. Ich habe ganz vergessen, dass ich mit Leertaste immer diese Pause machen kann. The Emperor is with you, isn't he? Setting course. Na, jedenfalls für ein bisschen. Your command. Fleet. Enemy ship sighted. Ship ready. Yes, Admiral. Ready. Master Gunner, the Eldar use a different technology to our board ship, called hollow fields. The faster their ships move, the more they disturb our targeting cogitators. Try focusing your fire on their engines as much as you can. Understood, Admiral. Slow Xenos. Dead Xenos. Course plotted! At your command. Changing course. Toll, wie das Admiralschiff eigentlich nur versucht abzuhauen. Awaiting orders. Orders received. Engines hot. Ship ready. Changing course. Course plotted. Coordinates acknowledged. Burn retros. Ah. Course plotted. Yes, Admiral. Ja, kuschelt noch ein bisschen. How fascinating. Your tactical decision making is pathetic, but luck seems to be on your side. It won't happen again when you meet our prince. What pitiful arrogance. Master Gunner, maintain sustained fire against the Eldar flagship. Orders received! Your orders? Helm coordinates acknowledged. Yes, Admiral. Setting course. At your command. Na, krieg ich den? Ja. Admiral, the Eldar flagship is concentrating a massive amount of energy in its engines. They're disengaging. Zu spät. Take the enemy ship down now. Zu spät. Nix mehr mit fliehen für You've die Eldar. Well, crew. The target has been eliminated. I'm sure their so-called prince will think twice before raiding our territories again. Thank you.
Spirer, der Flottenadmiral ist Stufe 4. Und was kriegt man als Stufe 4 Admiral? Well done, Admiral. You have proved your worth once again. This should send a clear message to all who dare raid the Imperium in the Gothic sector. Do not count this as a victory of skill, human. Your ships were fortunate in battle, but you have a crude grasp, at best, of void combat strategy. We shall meet again soon, when I so choose. What arrogance! I wish to discuss void combat strategy with this Eldar prince, not with words, but with a merciless broadside of macro cannons. Admiral, I want you to report any information you can gather on that pirate. Ah, du dämliches Mistvieh. So, das sind alles Basisproduktwelten, die angegriffen werden. Außer hier haben wir auch noch so ein Symbol. Was würde das bedeuten? Jede verlorene Portalwelt verringert die Chance auf zusätzliche Einsätze um 10%. Dann sollte ich mich doch nach Bladen begeben, oder? Und den Konvoi durchziehen. Hui, hui, hui. So, erstmal die Dauntless. Du hast einen Warpsprung. Was habe ich bei der anderen reingemacht? Die Schilde, ne? Na, okay. So, und wir können weiteren Kreuzer dazu nehmen. Jetzt hatten wir da oben die Luna. Rüstungstechnisch schenkt sich hier keiner was. Es wird gefragt, ob es keine Kampagne mit den anderen Völkern gibt. Nein, die Kampagne ist aufs Imperium ausgelegt. Die anderen Völker sind nur fürs Multiplayer. Oder als Gegner. Schaden 18, Schaden 12, Feuerrate 12. Start- und Landebuchten, Makrobatterien und ein schwerer Torpedo. Was wurde denn am Anfang gesagt? Die Dominator, die Luna, ne? Was kann die Dominator denn? Nova-Kanone hat die. Flächenschaden und präzise Angriffe können an einem zufällig ausgewählten Punkt nahe der gewünschten Position einschlagen. Die Panzerung des Schiffs wird ignoriert. Ja, Ungolf, eine hatte Fighter von denen. So, du wirst auch den Mikro-Warp-Sprung nehmen, weil ich habe das Gefühl, dass Flexibilität auf dem Schlachtfeld, also beziehungsweise so ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit, unglaublich wichtig sind. Deflektor-Schild-Transfer, das haben wir im anderen auch drin. Okay. Nova-Kanonen ignorieren die Panzerung komplett. Zehn Sekunden undurchdringlich Deflektorschilde. Wir ziehen jetzt für den heutigen Stream noch eine Mission durch. Und werden dann morgen weitermachen. Oder die Tage. Ich kann jetzt nichts versprechen. Ah, aber hier haben wir zum Beispiel wieder nur 300 Flottenpunkte. Richtet sich immer an den Gegner.
Ah, aber lustig. Es klappt genau mit dem Dominator und mit dem Lunarschiff. Haben wir genau 300 Punkte. Zwei fette Kreuzer. Aber es ist eine Konvoi-Mission. Könnte die Geschwindigkeit ein Problem sein von den dicken Dingern. Triebwerke auf volle Kraft. Das Imperium braucht euch. Vernichten Sie die Transporter. Nein. Der Gegner muss sie vernichten. Ich muss sie beschützen. Moment, ich muss doch die Transporter vernichten? Ah! Ich bin Angreifer, nicht Verteidiger. Enemy ship sighted. Orders received. Yes, Admiral. Underway. Engines hot. Krasser Scheiß. Reloading. Understood. Engines to maximum. Your orders? Underway. Cruising speed set. Changing course. Cruising speed set. Cruising speed set. Understood. Enemy ship sighted. We are the Imperial Navy. Orders received. Yes, Admiral. Engines hot. For the Emperor. Ship ready. Helm coordinates acknowledged. Course plotted. Randa, randa, randa. At your command. Ich bin zu nah am Gegner. Course plotted. Awaiting orders. Initiate emergency repairs. Setting course. Ship ready. All ahead full. Understood. Enemy transport ship destroyed. Cruising speed set. Target locked in. Sehr schön. Yes, Admiral. So, der eine Transporter ist zerstört. Changing course. Der andere ist gleich erledigt hier vorne. Komm, noch einmal treffen mit den Kanonen. Course plotted. Helm coordinates acknowledged. Cruising speed set. Orders received. Engines hot. Ich glaube, das war jetzt Sieg. Ja. Trotz Träger und großer Schiffe die Transporte erledigt. Komm auch du heute ins Imperium. Wir haben die Waffen. Du hast
hoffentlich ein Gehirn. In dem Sinne, erstmal tschö nach YouTube. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Techpriester. Nein. Battlefleet Gothic Armada. Warhammer 40k in sehr schöner Manier. Entschuldigung, ich mache nur eben die Sachen hier. Und entscheide mich jetzt erstmal falsch für mein Upgrade. Nein, alles super. Captain von der Brücke.